Ich glaube, die Welt braucht weibliche Stimmen. Und deswegen irgendwie pfeif auf dieses, jetzt bin ich zu laut, jetzt bin ich zu bossy, egal, raus damit. Und es ist einfach wichtig, dass wir die weibliche Seite der Menschheit mehr hören. Herzlich willkommen bei Ein gutes Gefühl, dem Podcast von Sinnsucher.de für dein erfülltes Leben. Ich bin Ulrike Scheuermann, Diplompsychologin und Autorin, und wir beschäftigen uns heute wieder und weiter nach der letzten Folge mit einem wichtigen Lebensthema mit einer herausragenden Expertin, mit fundiertem Rat und ganz praxisnah mit verschiedenen Übungen von uns und wieder mit euren Fragen. Ich spreche nach unserem letzten Gespräch vor 2 Wochen weiter mit der promovierten Phonetikerin und Expertin für persönliche Präsenz, Dr. Monika Hein. Und in dieser 2. Folge sprechen wir über eure äußere Stimme und wie ihr sie kraftvoll einsetzen könnt für einen stimmigen Klang der Stimme und für dein persönliches Auftreten. Und außerdem kannst du nach dem Gespräch noch Emotionen wie Angst und allgemeinen Stress abflauen lassen, die ja häufig auftreten, wenn man laut und stark auftritt. Und wir machen das mit neurowissenschaftlich fundierten Übungen, so kleine Übungen, die sehr schnell gehen. Und die kannst du dann in der Vorstellung oder in der realen Situation auch anwenden. Aber jetzt erst einmal Dr. Monika Hein. Ganz herzlich willkommen zurück. Danke dir. Schön, wieder da zu sein. Wir können ja heute noch den 2. Aspekt von Stimme und persönlicher Präsenz beleuchten, nämlich die äußere Stimme oder, wie du auch sagst, der äußere Soundtrack. Ja. Und wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie man mit schwierigen Emotionen und Blockaden umgehen kann, also wie die innere Stimme, wie man die weiterentwickeln kann als Voraussetzung für einen starken Auftritt im Außen. Und heute geht's dann eben darum, wie du deine äußere Stimme entwickelst, ihren Klang und deine Präsenz, wie du all das kraftvoll einsetzen kannst. Und wir werden auch, freue ich mich schon drauf, Stimm- und Präsenzübungen machen, so im Kleinformat natürlich wieder für diese Folge hier. Und wir haben wieder vor dem Gespräch ja auch Hörerinnenfragen eingesammelt, von denen wir einige hier direkt im Gespräch besprechen können. Und Monika, ich stelle dich nochmal kurz vor. Monika Hein ist promovierte Phonetikerin und Expertin für persönliche Präsenz, arbeitet seit über 20 Jahren als Trainerin und Coach für die Entwicklung und Stärkung von Stimmen und Persönlichkeiten. Eben, beides gehört zusammen hier bei uns. Und die Stimme des Menschen ist ja für Monika von klein auf auch ein Thema gewesen. Sie hat nach der Schule 2 Jahre Musical studiert, ist dann gewechselt und hat in Phonetik promoviert und eine Ausbildung, jetzt auch in integrativer kognitiver Verhaltenstherapie, und ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, hat 4 Bücher geschrieben, die bei Campus und bei Gaber erschienen sind. Und das Neueste erwähne ich nochmal, weil das so auch der Titel schon so schön passt: Speak Up and Shine, mit Vocal Empowerment zu mehr Präsenz und Durchsetzungskraft. Es gibt noch einen ganz neuen Sinnsucherkurs von dir, auch zu diesem Thema, genau zu dem Thema, wozu wir heute auch weiter darüber sprechen, auch mit dieser Aufteilung innere und äußere Stimme. Der Kurs heißt Starke Stimme und starke Persönlichkeit. Monika, viele Menschen, häufig sind es ja eben Frauen, merken, dass sie ihre Meinung sagen und niemand hört ihnen zu oder es wird ihnen zu wenig zugehört. Und das ist ja Teil deiner Mission, dabei zu helfen, dass Menschen, die etwas zu sagen haben, vor allem auch Frauen, weil es da eben oft besonders schwierig ist, lauter zu werden im Sinne von stärker oder resonanzreicher. Und ja, selbstbewusstes Sprechen fällt vielen nicht leicht, und dazu kommt dann eben auch noch, dass viele auch anderen glauben, was diejenigen über ihre eigene Stimme sagen. Ja, sowas wie, du klingst so biepsig, anstatt auf sich selbst zu hören, womit fühle ich mich stimmig und gut.
Und speziell Frauen wird ja eben dann auch noch oft gesagt, insgesamt, dass bei ihnen irgendetwas nicht stimmt. Na, das kennen wir, glaube ich, beide aus unserer Arbeit. Das ist wie so ein Grundgefühl, dass viele Frauen damit herumlaufen. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Es gibt einen Makel. Ich müsste es noch besser machen oder noch besser sein. Ich bin nicht gut genug. Und bei der Stimme wirkt sich das dann eben auch natürlich aus. Und du sagst ja in deinem neuen Buch, du hast eine Stimme, also nutze sie. Und das sehen wir uns heute genauer an. Speak up, entscheiden. Der Buchtitel heißt ja übersetzt so viel wie sprich laut oder sprich stärker und glänze, scheine, glänze. Wie ist deine Erfahrung? Wie funktioniert das mit dem Entwickeln einer starken Stimme über Technik in diesem Fall? Die Stimmtechnik ist, wenn wir sie ernst nehmen, wirklich ein magisches Tool, um uns selber immer wieder zu stärken, um uns selber auch mal den Raum zu nehmen, zu gönnen, in Erscheinung zu treten oder gehört oder erhört zu werden. Und ich glaube, dass wir da gerade auf weiblicher Seite viel zu zurückhaltend sind, ganz oft. Und dann eben mit diesen ganzen Urteilen über Lautstärke und über du darfst nicht so laut sein oder bossy sein oder bestimmend sein, dass wir da uns sehr, sehr drosseln. Jetzt haben wir über diese inneren Mechanismen ja schon viel gesprochen. Mhm. Und die andere Seite ist dann eben, wie benutze ich denn meine Stimme so, dass sie dann auch aus mir rauskommt? Und da gibt es tatsächlich einfach Griffe, ganz einfache Griffe, wirklich wie lerne ich Fahrrad fahren, kann man auch lernen, wie kann ich meine Stimme wirklich unterstützen, wie kann ich entschieden klingen und dann entsprechend auch, und das ist ein Wort, das ich in meinem Buch ganz oft nenne, unapologetic, also mich nicht für mich entschuldigend, das gibt's so im Deutschen nicht in einem Wort, deswegen fand ich das so cool, zu sagen, hey, ich muss mich für gar nichts entschuldigen, schon gleich gar nicht für mich selbst, sondern ich das, was ich sage, darf da sein und hat Bestand und hat genauso viel Bestand wie anderer Menschen Stimme und Inhalte. Und deswegen, ja, dafür stehe ich ein, dass wir da als Frauen, glaube ich, sogar, jetzt wird's groß, die Welt verändern können. Weil es gibt ja einige Studien darüber, dass Frauen mit Empathie es manchmal ein bisschen leichter haben als die Männer, dass wir ökologischer denken, dass wir gemeinschaftlicher denken. Und ich glaube, die Welt braucht weibliche Stimmen. Und deswegen irgendwie pfeif auf dieses, jetzt bin ich zu laut, jetzt bin ich zu bossy, egal, raus damit. Und das war mein Anliegen. Es ist einfach wichtig, dass wir die weibliche Seite der Menschheit, also die halbe Menschheit, mehr hören. Und mit weiblich meine ich alle, die sich auch weiblich gelesen fühlen und wer auch immer sich dahinter verbirgt. Also es soll gar nicht dieses rein Binäre sein, sondern es kann durchaus ein auch weiblicher Anteil in einem Mann sein. Aber jetzt gesellschaftlich betrachtet ist es natürlich jetzt erstmal, okay, wie kriegen wir als Frauen auch tatsächlich einen Griff auf bestimmte Themen? So, und da ist es greifbar, einfach. Wir können Stimmen ausbilden, wir können sie stärker machen, wir können sie kraftvoller machen. Und da gibt es eben so ein paar Grundsätze, die wir beherzigen können. Und in meinem neuesten Buch stelle ich davon eben Grundprinzipien vor, mit denen wir arbeiten können. Und gleichzeitig gibt es ein ganzes Sammelsurium von Stimmübungen auf dieser Welt. Ja, ganz interessant. Mir fällt noch ein zu diesem mehr weibliche Stimmen, ne, dass man die mehr hört und einfach raus damit. Auch mit den Fernsehmoderatorinnen oder Kommentatorinnen vom Fußball. Ne? Das ist ja noch gar nicht so lange, dass es da Frauen gibt. Stimmt. Und ich finde, das hat so einen Effekt. Man hört plötzlich eine Frau, die ein Fußballspiel kommentiert. Also jetzt hat man sich schon wieder dran gewöhnt, aber als es so ganz neu war, da habe ich bei mir auch so ein Aufmerken bemerkt. Ah, eine Frau. Mhm. Und dann kommt es einem so einen kleinen Moment vielleicht ungewöhnlich vor, dann gewöhnt man sich auch schnell dran. Und das ist so ein Effekt, der sich, glaube ich, so ausbreitet. Ne? Man hört immer mehr laute, starke, öffentliche Frauenstimmen. Und dadurch wird es immer normaler. Und das sind ja dann auch, du hattest in der letzten Folge gesagt, Role Models, also Vorbilder auch, wo man dann merkt, ja, da gibt's auch alle möglichen verschiedenen Frauenstimmen und die klingen nun mal anders als Männerstimmen. Und da ist auch eine große Bandbreite von dem, was möglich ist. Und dann
mache ich doch auch mal. Genau, mache ich doch auch mal mit. Genau, und du hast eben gesagt, es gibt einige Grundprinzipien für Stimmen- und Sprechtechnik und dann verschiedene einzelne Übungen, die mehr ins Detail gehen. Lass uns doch mal mit diesen Grundprinzipien anfangen. Was können wir alle und unsere Hörerinnen und Hörer beachten als Grundprinzipien, um in eine starke Stimme hineinzugehen? Zunächst mal Resonanz statt Laut. Das Prinzip habe ich schon in der letzten Folge auch genannt. Resonanz statt Laut. Lautstärke im herkömmlichen Sinne, da würde man dann versuchen, mit Druck zu arbeiten. Also wirklich ne, rausstemmen. Und das Rausstemmen macht uns total fest und unsouverän. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns an Resonanz gewöhnen. Also ich kann sozusagen über meinen Körper, über Körperresonanzen Lautstärke erzeugen, aber das ist nicht im herkömmlichen Sinne. Ich spreche jetzt einfach mal lauter und donner so raus. Das ist anstrengend, das ist ungesund für die Stimme und das ist letztlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Und deswegen müssen wir gucken, wie geht denn Resonanz? Wie funktioniert denn Resonanz? Und Resonanz ist immer eine, es passiert etwas in einem halb geöffneten Raum, breiten sich Schallwellen aus und das kann man dann eben feststellen. Das heißt, im Körper sind nur ganz geschlossene Räume bis auf die Luftröhre und deswegen kann man eher von Vibrationsempfindungen sprechen, also das wäre korrekter. Aber Resonanzen merken wir zumindest im Kopf und auch im Brustbereich durch die Luftröhre, also immer da, wo die Räume eben auch noch Öffnungen haben nach außen. Und die können wir in Resonanz versetzen durch das, wie es gebaut ist. Das heißt, zunächst mal brauchen wir den Mundraum, also wirklich einen geöffneten, einen geweiteten Mundraum. Das fängt wirklich beim Kiefer hinten an, zwischen den hinteren Backenzähnen trainieren wir wirklich da eine Öffnung zu kreieren. Das Gaumensegel zieht so ein bisschen hoch, damit da ein bisschen mehr Wumms entsteht, was die Resonanz im Mundraum angeht. Die Zunge schieben wir ein bisschen mehr nach vorne. Also das sind alles so kleine Veränderungen im Ansatzrohr, nennen wir das, also wirklich im Mundraum. Und damit können wir schon sicherstellen, dass die Sprache sich mehr ausbreitet im eigenen Körper. Und das ist ein wirklich cooles Konzept, wie ich finde, weil das hören wir sofort bei Menschen, wenn die ihren Klang verkörpern. Und das wünsche ich mir für ganz viele Frauen und Frauenstimmen, weil wir oft noch so glauben, wir müssen ganz nett und lieb klingen. Und dadurch rutscht die Stimme gerne mal dahin, weil ich bin ja total nett. Und dann merkst du schon, die Physis verändert sich, der Kopf geht so ein bisschen schiefer. Und dann bin ich auch ganz klar nicht so präsent, weil ich mich halt schon quasi dafür entschuldige, dass ich überhaupt den Mund aufmache. So, ich kann da nicht lange bleiben. Aber ich glaube, wir kennen alle diese Frauenstimmen, die sich so zurücknehmen und so lieb sein wollen. Unsere Stimme kann das. Die kann in diesen Höhen natürlich auch, ich nenne das liebevoll, flöten. Also wir können natürlich rumflöten. Flöten hat aber nichts mit wirklicher, echter Präsenz in dem Moment zu tun. Das kann man mal einsetzen, wenn man irgendjemanden bezirzen will. Aber das hat nichts mit Kraft zu tun. Also das ist immer die Frage, was möchte ich gerade? Und gerade wir Frauen können uns wirklich auch was vornehmen, eine Wirkungsabsicht formulieren. So, ich möchte hier jetzt gehört werden und dann brauche ich meine Körperresonanzen, meinen Mundraum, ne, die Vibration am Brustkorb, damit ich mich selber vertreten kann. Und ja, beim Flöten, wie gesagt, das hat dann eher ein bisschen eine andere Funktion. Ja, und das ist so ein Grundprinzip. Resonanz statt Laut. Bleib souverän, bleib in deinem Körper und bleib in deiner eigenen Stimme. Ja, und hast du für dieses Nutzen der inneren Räume, gibt es da eine Übung, vielleicht auch so ein Klassiker, den du jetzt hier direkt anleiten könntest zum Mitmachen? Na klar, ja. Wir fangen mal tatsächlich bei wirklich bei den Grundlagen an, weil wenn ich Körperresonanzen öffnen will, dann muss ich auch was mit meinem Körper tun. Und immer da, wo sich Menschen klein machen und so einkrumpeln, so eincrunchen, da sind sie nicht mehr präsent. Und dann kann ich natürlich, wenn ich mich dauernd klein mache, kann ich keine Körperresonanzen nutzen. Deswegen das Erste, was ich auch immer aufbaue, Körperräume, und man hört es direkt, ne? Wenn man sich so aufklappt, dann hat man die Möglichkeit, haben wir alle die Möglichkeit, in den Körper reinzutönen. Das heißt, das Erste ist immer wieder, wenn du was Wichtiges zu sagen hast, wenn jemand teilhaben möchte und wirklich präsent sprechen, dann kommen wir nicht umhin, dass der Körper zuerst spricht. Also es braucht erst unser Instrument Körper, der sich aufrichtet, der sich Raum nimmt und damit ankündigt, so jetzt ich.
Und es ist schon für viele die Herausforderung, sichtbar zu werden. Aber vielleicht, wenn wir das als Frauen als wirklich Instrumentenaufbau bezeichnen, dann ist es vielleicht einfacher. Dann hat es zwar immer noch mit Raumnehmen zu tun, aber ich brauche mein Instrument. Anders ist es quasi nicht möglich. Ja, schön. Ich stelle mir gerade vor, wie so in einem Orchester alle langsam ihre Instrumente in Position bringen und dann erst geht es los. Ich kenne das auch von mir. Ne? Man spricht schon, bevor man eigentlich in dieser Aufrichtung ist. Letztes Mal hatten wir das ja auch mit dem, wie spricht man mit den Kindern. Na, und da hast du ja auch gesagt, erst die Körperhaltung, erst der Blickkontakt, genau. Und dann kommt die Sprache oder der Satz und der dann vielleicht auch noch auf den Punkt und mit einer bestimmten Sprechmelodie. Aber davor, also ja, die Stimme folgt, der Körper beginnt, ne? Also so könnte man vielleicht sagen. Naja, immer wenn ich Räume zum Klingen bringen möchte, brauche ich ja die Räume. Also ich kann in keinen Raum reintönen, der nicht da ist. Also so, das ist die Logik dahinter. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, körperbewusst zu sprechen. Okay, also körperbewusstes Sprechen. Eine schöne Übung, die ich jetzt auch gleich schon mitgemacht habe, die aber alle auch hinterher gut im Alltag wiederum machen können. Und ich würde immer sagen, bei allem, was du sagst oder was du anregst, das kann man ständig machen, kann man den ganzen Tag machen, weil man ständig Gelegenheiten hat zu sprechen und andere anzusprechen oder auch für sich alleine. Man kann ja auch beim Spazieren gehen oder wenn man zu Hause ist, kann man auch genau das üben. Total. Und wirklich, das ist so einfach, die Körperhaltung immer mal wieder zu überprüfen. Von Grund auf, wo sind meine Füße? Stimme fängt bei den Füßen an. Wirklich die Füße mal platt an den Boden. Mindestens einen, wenn wir sitzen, wenn wir stehen, natürlich zwei. Wirklich platt an den Boden. Und dann die Aufrichtung, ich mache mich groß. Und Achtung, eine kleine Finesse dabei. Wenn wir uns jetzt groß machen, dann haben Frauen oft die Angewohnheit, den Bauch einzuziehen. Das erlebe ich immer wieder, egal wo. Und da, wenn du aufgerichtet bist, lass den Bauch locker. Weil sonst kannst du nicht gelassen atmen. Und das wollen wir unbedingt, weil das die nächste Voraussetzung für eine resonante Stimme ist, ist, dass wir wirklich den Bauch locker lassen, den nicht eingezogen haben, sondern für die Atmung zur Verfügung stellen. Und das ist ein super wichtiger Aspekt. Ganz interessant, Monika, mit dem Bauch, weil das trifft sich ja mit dem, was du eingangs gesagt hast, mit diesem nicht entschuldigend sprechen. Genau. Na, weil Bauch einziehen ist eigentlich eine einzige Entschuldigung für die Körperform, die jemand hat. Ja. Und Bauch locker lassen, dann sieht man den Bauch mehr und es ist auch auf der körperlichen Ebene ein mehr sich zeigen. Und ich könnte mir denken, schon das hilft auch, die Stimme mehr zu zeigen. Und gleichzeitig ist es Voraussetzung, dass die Stimme sich mehr zeigen kann oder mehr erklingen kann. Und wir wissen das alle, ne? Aus dem Bauch heraus sprechen, das wissen wir, ist eine Redensart und die sagt auch was, die hat einen Inhalt. Und wenn ich nicht aus dem Bauch heraus spreche, wo spreche ich dann her? Aus dem Kopf, aus der Kehle. Und da wird es immer ein bisschen anstrengend. Aus dem Kopf sind wir dann halt wirklich eher inhaltsbezogen, nicht so sehr gestaltungsbezogen. Also wir sind dann eher, ne, wir denken uns was aus und das müssen wir dann sagen. Und das hören wir, wenn das wirklich inhaltsstark ist, aber eben nicht körperlich. Und aus dem Bauch heraus sprechen heißt halt wirklich, ich verkörpere das. Und ich bin aus dem Bauch heraus mit all meiner Intuition, mit all meinem inneren Wissen, mit meiner Weisheit dabei. Also ich höre da überall diesen ganzheitlichen Ansatz von dir. Ja, es gehört alles zusammen und wir versuchen hier so eine künstliche Trennung zu machen zwischen innerer und äußerer Stimme, aber es ist so sehr eins und vielleicht bei Stimme besonders sogar. Viele haben ja Angst, ne, Mut, ne, du hilfst dabei, dass Menschen mit ihrer Stimme und mit dem Sprechen mutiger werden, Speak Up entscheiden. Was hilft
bei Lampenfieber, bei Aufregung oder vielleicht sogar bei Blackouts, oder ich kenne es eigentlich eher so, dass Menschen Angst davor haben, dass sie einen Blackout kriegen könnten. Also eigentlich davor, die Angst vor dem Lampenfieber oder vor dem, was dann passiert, wenn man in diesem Stress ist und vielleicht auch vor vielen Menschen spricht oder in einem Meeting oder so. Das sind ja irgendwie Klassiker, ne? Also es gibt, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber es kursiert, dass es die größte Angst der Deutschen jedenfalls ist, einen Vortrag zu halten oder vor anderen zu sprechen. Hm. Ich könnte mir denken, dass dieses Verkörpern und voll körperlich da sein und dann erst sprechen, dass das auch eine Hilfe sein kann. Aber ich glaube, das ist ja auch bei dir in der Arbeit immer wieder ein Thema, ne? Also wie gehe ich mit Lampenfieber um? Ja, absolut. Was kann man da auf der technischen Ebene machen? Wie hilfst du und unterstützt du dabei? Bei Lampenfieber sind so ganz viele kleine Teile im Körper auf einmal blockiert. Also wir haben gefühlt keinen Zugriff mehr auf unser Wissen und sind sehr damit beschäftigt, was andere jetzt denken könnten von mir, dass ich alles richtig mache, dass ich all diese, ne, da kommen die inneren Stimmen reingekickt und der Körper reagiert sofort mit Stress darauf. Und interessanterweise, gerade was die Stimme angeht, ist das wirklich eine Krux, weil unser Kehlkopf in der Evolution wurde gebaut als Schutzventil. Das heißt, wenn wir den Eindruck haben, jetzt passiert mir was Schlimmes, und wir sind ja dann auf einer Bühne alleine, da stehen wir dann so und die Herde guckt uns an und wird uns wahrscheinlich fressen oder überfallen oder weiß der Himmel, jagen. Und wir haben dann in dem Moment wirklich den Schutzmechanismus des Kehlkopfs, der macht nämlich dann dicht. Der sagt, okay, hier ist gefährlich, zack. Ja, weil dieses Ventil sollte uns dafür schützen, nichts Schädliches einzuatmen und bei Gefahr uns wirklich zu sichern, also unseren Atemweg, unser Leben zu sichern. Und deswegen macht das eben alles dicht. Die Atmung geht sehr stark nach oben in den Brustkorb. Dann werden unsere Muskeln aktiviert und wir können rennen, wir können kämpfen, wir können uns totstellen. Und das sind die Mechanismen, die wir dann kennen in dem Moment. Und der Körper ist komplett in diesem Modus, ne, Fight or Flight, festgetackert. Und was dann immer wieder hilft, ist tatsächlich, ich sage viel zu meinen Menschen, mit denen ich arbeite, du musst weiteratmen, komme, was da wolle. Du musst darauf achten, dass der Atem weiterfließt. Weil wenn der Atem nicht weiterfließt, ist dein Gehirn einfach blockiert. Und inspirare auf Lateinisch heißt einatmen, das heißt wirklich Inspiration, also die neue Idee kommt mit dem Einatmen, also wirklich mit dem Weiteratmen. Und das zulassen, also im Fluss bleiben, Atemfluss zulassen, weiter, nur gucken, dass sich weiter atme. Und man kann Blackouts verhindern. Wir können unser Lampenfieber drosseln allein darüber, dass wir die Atmung beobachten und führen. Und das ist ein Megatool. Also das ist so wirksam. Und ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, weil die meisten unterschätzen das massiv und sagen, naja, die Atmung, ne, das, ich atme ja, pff, so. Aber natürlich, wir brauchen unbedingt einen weiterfließenden Atem. Wir brauchen unbedingt, dass unsere Lebenskraft weiter funktioniert durch die Atmung. Und deswegen, nur wenn wir die ausschalten, dann ist einfach in dem Moment gefühlt erstmal nichts mehr möglich. Und durch diesen hohen Atemdruck, also durch dieses diese Hochatmung, diese Schreckatmung, schiebt es quasi den Kehlkopf in eine höhere Position. Da kann der, ne, das ist alles eng und gedrückt und so hören wir uns dann auch an, oder fistelig und hoch und unsicher und instabil und mit brechender Stimme. Das sind alles so die Dinge, die dann passieren mit der Stimme. Und die eine Sache ist wirklich, obwohl der Körper sich verstecken will, aufmachen, groß machen, beide Füße in den Boden. Erstmal hilft es bei der Wirkung, weil die Leute dann denken, ach guck, die ist immer selbstbewusst. Weil wir ja so handeln, als ob das so wäre. Das ist ein netter Trick, ja, so tun, als ob. Und dann zu sagen, okay, ich spüre die Angst und trotzdem atme ich weiter. Ich spüre die Angst und trotzdem mache ich mich groß. Und das ist tatsächlich, dass der Körper glaubt uns das irgendwann. Und das ist das Coole, über die Handlung zu gehen, zu sagen, ja, ich nehme diese Gefühle wahr, ich nehme die innere Stimme wahr und ich handle gleichzeitig, als wäre ich selbstbewusst. Das ist für viele erstmal so ein bisschen ein Widerspruch. Und da kommt auch das Wort authentisch sein so ein bisschen an seine Grenzen, weil ich da eine andere Entscheidung treffen muss. Und das ist in Ordnung. Und wenn wir auf der Bühne sind, ich sage dazu gerne selektiv authentisch, also du wählst aus, was jetzt sinnvoll ist und hilfreich ist.
Und da sagst du, okay, ich mache mich groß, obwohl ich mich klein fühle. Ich atme weiter, obwohl ich anhalten will. Ich sende meine Stimme in meinen Körper, obwohl ich gerne piepsen in Anführungszeichen möchte. So, und das sind alles Mechanismen, die funktionieren. 1A, kann ich selber bestätigen. Und es ist immer ganz toll, wenn die Leute dann sagen, Mensch, du wirkst so souverän auf der Bühne, und man denkt sich innerlich, das stimmte heute gar nicht, wenn die aber wüssten. Egal. Ja, genau, wenn du wüsstest. Und das ist witzig, wenn man das so für sich gut steuern kann, weil das brauchen wir hier und da. Also wenn eine Führungskraft vor dem Board präsentiert oder eine große, was weiß ich, Vollversammlung im Betrieb, da können wir uns das nicht leisten, zu sagen, ich bin halt authentisch, dann habe ich halt Angst, egal. Das funktioniert einfach nicht. Da brauchen wir Technik. Da brauchen wir Eckdaten, da brauchen wir wirklich ganz klare Handlungsprämissen, damit ich weitermachen kann. Ja, und dieser weiterfließende Atem, ne, du sagst Atem beobachten und führen, das ist ja was, was man gut in einem total entspannten Zustand erstmal mehr beachten und auch einüben kann. Also der Atem ist ja häufig so unbewusst, obwohl wir ihn in jeder Sekunde dabei haben. Und wenn man da diesen bewussten, fließenden Atem sozusagen mehr kultiviert oder mehr einübt und dann auf stressigere Situationen überträgt. Und ich würde sagen, auf der Bühne stehen bei einem Vortrag ist so das oberste an Stresslevel. Dann hat man es auch leichter zur Verfügung, ne? Weil man es vorher schon immer wieder geübt hat. Absolut. Was der Körper schon kennt und trainiert hat, kann er abrufen. Alles, was wir vermeiden anzugucken, und dazu gehört die Stimme übrigens in hohem Maße, das können wir dann einfach nicht einsetzen, weil wir kennen das ja nicht. So genau wie du sagst, ne, wenn ich wirklich Atemübung mache, in entspanntem Zustand, kann ich es abrufen. Ja, ich habe das mal so ganz eindrücklich erlebt in der Geburtsvorbereitung. Das war so ein Yogakurs, aber es ging eigentlich nur um Atmung und immer wieder dasselbe. Und ich fand das alles total langweilig und dachte, ja, ich dachte, ich mache hier Yoga, und stattdessen übe ich immer wieder nur diesen langsamen, tiefen, das heißt, glaube ich, Kehlkopfatmung. Ne? Also wenn man den Atem bremst, damit der länger einatmet, länger ausatmet, damit man nicht in so ein Hyperventilieren kommt. Und dann während der Geburt habe ich dann verstanden, warum das gut war, das jede Woche immer und immer wieder zu üben, weil dann war es automatisiert. Absolut. Und dann musste ich mir nicht mehr sagen, ah, jetzt atme ich mal langsam, sondern dann kam es von selber. Ja. Ja, das ist die Ujjayi-Atmung aus dem Yoga, ne? Diese Kehlkopfatmung, ne? Das ist nur der Yoga-Begriff. Und da macht man die Stimmlippen so ein bisschen dicht und bremst genau. den Atem. Fürs Sprechen ist die nicht so geeignet, aber nur der Vollständigkeit halber. Für Kinder kriegen ist das super bestimmt. Ich habe damals gelernt, in der Geburtsvorbereitung tief zu atmen auch. Und mir hat das auch unfassbar geholfen. Also ich kann das total unterstreichen, was du sagst. Also Atmung für solche kritischen Momente des Lebens, ob es Geburt ist oder die Geburt eines Vortrags. Ja, also eben einfach höchster Stresslevel dann Total. Letztlich. Ne? Ja. Ja, tolles Beispiel. Was gibt es denn, du hattest das ganz kurz auch schon mal erwähnt in unserer letzten Folge, Übungen auch, also zur Stimmlage. Ne? Also du hattest gesagt, erinnere ich mich, mal einen kurzen Satz, wo die Sprechmelodie am Ende nach unten geht, der dann da einfach sitzt, und dann kommen auch nicht noch 3, 5 Sätze hinterher, sondern es bleibt bei diesem einen Satz. Das ist ja auch Technik. Erzähl doch mal Übungen, die noch helfen könnten, etwas Neues auszuprobieren, sich mit einem starken Auftritt auszuprobieren, und die man ja in einem Vortrag, aber auch in einem Meeting oder im Zweiergespräch gut anwenden könnte. Also das, was du gerade angesprochen hast, Sprechen auf Punkt, das nenne ich in meinem Buch den Satzdiamanten. Weil du möchtest einen Diamanten wirklich ausstellen. Und deinen Satz stellst du aus. Du sagst den und sagst, da ist er. Und dann wird er beleuchtet, so richtig ausgestellt. Deswegen der Diamant. Wenn wir dann noch 20 Kieselsteine dazu schmeißen, ist dieser Diamant wirkungslos. Deswegen ist es ob das jetzt faktisch alles so stimmt mit den Steinen, aber du weißt, wie ich meine, es ist eine Ausstellung. Und dieses Wagnis, etwas auszustellen, darum geht's beim Sprechen auf Punkt.
eine Pause machen und wirklich sagen, okay, hier ist meine Meinung oder hier ist meine Forderung oder hier ist mein Wunsch oder hier ist was, was auch immer gerade dran ist. Die Wirksamkeit der Pause anschließend, das ist sozusagen der Clou. Wir machen keine Pause, wenn wir nicht einen Satz abbinden. Und wir machen keine Pause, wenn wir nicht den mal wirken lassen. Weil Menschen brauchen immer einen kleinen Moment, bis sie nachvollzogen haben, was hat denn der Mensch da gerade gesagt. Und ich tue den Leuten einen Gefallen, indem ich die Satzmelodie runterführe und sie überlegen lasse. Das birgt natürlich das Risiko, dass sie sich dagegen entscheiden. Und da haben wir natürlich wieder das Thema mit, wie gehe ich damit um, wenn Menschen das nicht cool finden, was ich sage. So, da müssen wir wieder mit der inneren Stimme ein bisschen verhandeln. Also da ist es wirklich, das muss ich aushalten lernen. Ich sage etwas auf Punkt. Das ist meine Forderung. Punkt. Und der andere kann kurz überlegen und kann sagen, oh ja, das finde ich, ergibt total Sinn oder das macht keinen Sinn für mich oder was auch immer. Also wir können eine Haltung dazu entwickeln. Und da fängt es an, wirklich richtig Freude zu bereiten, zu gestalten. Das ist mal die eine Sache. Also üb mal wirklich, ne? Du sagst hier, ja, das ist ein Glas. Also innerlich, Punkt, sagen. Und diese Aussage auch stehen zu lassen, es ist ein Glas, Punkt. Also so. Und das kannst du dann mit allen möglichen Sätzen wirklich üben. Egal, was du da auf deinem Tisch liegen hast, ne? Das ist ein Tisch. Das ist eine Lampe. Das kannst du üben. Geh durch dein Haus, durch deine Wohnung und benenne wirklich Dinge und gewöhne dich daran. Das ist unapologetic. Das ist dein Spiegel. Ja. Punkt. Gibt's keine Diskussion. Und der Fehler, den Frauen häufig machen, ist dieses Legitimieren, erklären, nochmal erklären, nochmal erklären, ganz viele Sätze drankleben und nochmal. Und das schwächt unsere Aussage. Das schwächt unsere Präsenz, wenn wir dauernd noch was hinterher schieben. Und manchmal wünsche ich mir wirklich so, stopp, Punkt. Ausreicht. Wir müssen es nicht noch legitimieren. Wir müssen es nicht noch erklären. Punkt. Also ganz, ganz toll. Ich glaube, das ist so wichtig. Also ich höre es ständig auch oder bin ja selber auch nicht frei davon. Wir alle nicht. Immer noch weiter ohne Punkt und Komma mit dem nächsten Satz den vorherigen rechtfertigen. Und es gehört, ich glaube auch, es gehört absolut dazu, diese Pause auszuhalten hinterher, die nach solch einem auf den Punkt sprechen entsteht. Ja, genau. Da ist so der erste Punkt, wo ich oft rangehe mit Menschen, wenn sie zu mir kommen, zu sagen, halte das aus. Sag, was du glaubst. Und das, wie gesagt, kann man sehr easy üben mit einfach Gegenständen, die man benennt, die du benennst im Raum. Man kann dann noch ein bisschen improvisieren, kann dann auch mal was Falsches sagen, ne? Das ist ein Blumenstrauß. Also dann fängt es an, einfach witzig zu werden. War doch was anderes. Ein bisschen absurder zu werden, ein bisschen Quatsch zu machen, weil die Überzeugungskraft dann trotzdem in der Stimme liegt, auch wenn wir gerade Quatsch reden. So, aber das ist die eine Sache. Die andere Sache, das ist das andere Grundprinzip mit melodiös statt monoton. Und da betrifft es auch die Satzmelodie. Du hast gehört, da betrifft es auch die Satzmelodie. Da kann man anfangen, Treppen zu gehen. Also wenn ich wirklich sage, heute ist ein schöner Tag. Dann gehe ich wirklich Treppenstufen runter. Und das würde zum Beispiel eine Stimme, die nicht so viele Facetten zeigt, die eher monoton klingt, da könnte man anreichern und wirklich dann auch die Treppe wieder hoch, wenn man eine Frage stellen will zum Beispiel. Ja, wie hast denn du heute geschlafen? Ja, da würde ich eher runtergehen tatsächlich. Bei Fragen ist es ein bisschen zweigeteilt. Bei offenen Fragen gehen wir runter, bei geschlossenen gehen wir hoch. Also sowas wie, hast du heute schon Mittag gegessen? Da gehen wir hoch. Aber was hast du denn jetzt zu Mittag gegessen? Da gehen wir eher runter. Also da, ne, kann man sich verschiedene Dinge dann auch bewusst machen und dann eben klar auswählen, so welche Melodie möchte ich da haben. Aber innerhalb von Sätzen kann man mal die Treppe runtergehen. Oder nach oben gehen und am Ende wieder runter. Also so, da kann man anfangen zu entscheiden. Und das macht Spaß, das ist witzig, wirklich auch mit den Händen zu zeigen, es wiederum zu verkörpern und somit sich ein bisschen rauszuholen aus seiner Komfortzone, was die Melodie angeht. Also wirklich auch wieder spielen, Quatsch machen, ausprobieren und mal sehen, was passiert mit meinem eigenen Ausdruck. Und was da auch super funktioniert, ist zum Beispiel lautes Vorlesen. Dann nimmst dir dein Lieblingsbuch,
und liest, stellt sich mal hin und liest mal in den Raum vor, ob es der Katze ist oder dem Kind oder dem Partner, egal. Ja, und wir nehmen uns dieses Buch und lesen einfach mal vor. Mhm. Und dann einfach mal ausprobieren, wie klingt das, wenn ich jetzt so richtig märchenerzählermäßig unterwegs bin und ganz viel Melodie da reinbaue. Und wie klingt das, wenn ich aber alles reduziere und ganz sachlich werde. Und da wirklich mit melodiös und monoton so ein bisschen zu spielen, mal ab von dem, was wir sonst so machen. Auch wenn es oft an der Persönlichkeit hängt. Na klar, wenn ich eher sachbezogener Mensch bin, werde ich nicht so viel Melodie haben und es auch nicht so sinnvoll finden. Und wenn ich ein sehr emotionaler Mensch bin, dann mache ich natürlich viel Melodie. Und da mal so ein bisschen zu beobachten und diese Dinge auszuloten, die ich sonst nicht so mache. Das macht Spaß. Ja, ja, sehr schön. Also melodiös statt monoton. Wäre das auch was, weil das auch eine Frage von einem Hörer war, der ist Lehrer, wäre das auch eine Möglichkeit, dass die Stimme nicht so ermüdet, wenn da mehr Varianz, mehr Melodie drin ist? Ja, das kann ein Teil sein. Also bei Ermüdung gucke ich tatsächlich erstmal auch auf den Atemdruck, dass der nicht so doll ist. Also immer da, wo ich viel drücke, ne, dann sind die Stimmlippen sehr damit beschäftigt, diesen Atemdruck zu handeln. Also sie müssen damit irgendwie muskulär umgehen und deswegen werden sie dann müde. Oder aber ich spreche vielleicht auf einer Tonlage, die nicht ganz meine ist. Also sprich, die Stimmlippen sind so wie kleine Gummibänder, die werden zu doll gedehnt, weil ich einfach in der Stimmlage spreche, die tendenziell anstrengender und höher ist, als sie soll. Und Melodie und Varianz würde genau dieses, ne, mit diesem Gummiband, würde eben das Ganze entlasten. Also wenn ich mal höher und mal ein bisschen tiefer spreche, dann sind die Stimmlippen dauernd in Bewegung. Wenn ich sie dauerhaft anspanne, sind sie halt doller müde, als wenn ich da variiere. Absolut ist das ein guter Griff. Ja, genau. Wenn ich hier nochmal auf die Hörerfragen schaue, also das Thema Aufregung hatten wir auch schon, ne? Also in Meetings zum Beispiel, wie kann ich, wenn man sich in Meetings übergangen fühlt, wie kann ich meine Stimme effektiver einsetzen? Ne? Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Mhm. Bei Kindern so ähnlich wie mit den Kollegen im Meeting, würde ich sagen. Eine Frage kam noch, ich habe beim Reden oft einen Frosch im Hals und muss mich räuspern. Musste ich hier auch schon? Was kann man da tun? Räuspern kann sich zu einem Räusperzwang entwickeln. Das heißt, ich muss mich dann immer räuspern und glaube, das auch dauernd zu tun, bevor ich meine Stimme erhebe, bevor ich ans Rednerpult trete oder was auch immer. Und dann kommt so ein automatisiertes Räuspern. Das hören wir ganz oft tatsächlich. Und oftmals ist das eine Illusion. Also da ist oft nichts auf den Stimmlippen. Wir glauben das nur. Das ist mal so das eine. Also es kann natürlich sein, dass da so eine erhöhte Schleimbildung ist. Denn um die Stimmlippen rumgewachsen sind natürlich Schleimhäute. Und die produzieren natürlich Schleim. Und wenn ich mich räuspere, dummerweise, werden die natürlich mit in Leidenschaft gezogen, weil ein hoher Atemdruck da, ein hoher Druck überhaupt oft auf dem ganzen System lastet und dann sagen die Schleimhäute, oh, ich muss mehr Schleim produzieren, weil ich werde ja gehauen quasi von diesem Atemdruck. Und dann haben wir den Salat. Das ist also ein selbstverstärkendes System. Wenn ich das weiß von mir, dass ich mich oft räuspern muss, dann tatsächlich ist es gut, wenn ich anfange, mich zu unterbrechen dabei und ganz bewusst eine Ersatzhandlung finde. Und viel arbeite ich auch hier mit so einem, ne, Haarband oder irgendwie einem Gummiband am Arm. Ich wechsle die Seite statt des Räusperers und schaue, dass ich irgendwie erstmal bewusst werde, wie oft mir das passiert am Tag. Also nimm dir irgendwie ein Haarband an dein Handgelenk und schau, dass du das wirklich immer, wenn du merkst, oh, jetzt will ich das wieder machen, jetzt wechsle ich mal das Gummiband am Handgelenk. Das ist so ein Trick, um überhaupt das mal mitzukriegen, wann mache ich das überhaupt? Weil oftmals erlebe ich von Menschen, dass die sich räuspern und räuspern und räuspern und gar nicht mitkriegen, dass sie das tun, sondern das so automatisiert und unbewusst abläuft, dass sie das einfach dauernd tun. Und das ist also die erste Bewusstmachung, die unglaublich wichtig ist. Und der zweite Schritt ist dann zu sagen, ich ersetze es durch zum Beispiel ein Schlucken. Schlucken hilft bei Räuspergefühlen, also bei solchen Störgefühlen in der Kehle. Also ich räuspere mich nicht und schlucke stattdessen und bin dann wirklich erstmal
damit und meistens durch diesen Schluckvorgang hat der Kehlkopf sich wieder neu eingestellt und entsprechend entspannt. Und damit habe ich vielleicht das Problem schon gelöst. Dann gibt es Stimmübungen, die gezielt da eingesetzt werden können. Zum Beispiel das Lippenflattern. Also du kannst statt dich zu räuspern, also wirklich hoch und runter, und dann ist möglicherweise das Räuspergefühl schon weg. Vielleicht machst du das 2, 3, 4, 5 Mal, dann ist es weg. Das kann man aber nicht im Meeting machen. Deswegen ist das Schlucken da die bessere Variante und noch besser, wenn du ein Glas Wasser in der Gegend hast, einfach mal ein Stückchen Wasser zu schlucken, damit du diesen Schluckmechanismus auslöst, der dann wiederum das Räuspern abmildert. Aber erstmal die Erkenntnis, das ist ein selbstverstärkendes System. Also wenn ich anfange, das ganz oft zu machen, muss ich es irgendwann tun. Das heißt, brich diesen Kreislauf, merke, wann du das tun willst, schaffe dir eine Ersatzhandlung, fang an zu schlucken, vielleicht leicht zu summen, das würde vielleicht noch eher gehen, wenn wir nicht gerade in einem ganz kleinen Meeting sind, aber mal kurz so ein dass man so ein kleines, so ein Sound herstellt, weil die Stimmlippen fangen dann an, sich zu bewegen und der Schleim wird quasi abtransportiert und damit haben wir dann auch eine Erleichterung. Aber so, das sind so die Haupttricks, die man beim Räuspern gut einsetzen kann, damit die Stimmlippen eben nicht so doll verspannt werden. Ich habe irgendwo mal gelesen in einem Buch, habe aber keine wissenschaftliche Quelle dazu. Es wurde mal früher geschrieben, dass Räuspern so anstrengend wie 3 bis 4 Stunden Sprechen ist. Das finde ich schon richtig viel, richtig massiv. Ja. Und insofern, ob das nur stimmt oder nicht, also allein die Möglichkeit, dass es stimmt, finde ich schon Grund genug, das Räuspern aufzugeben. Und wir wirken einfach nicht so souverän. Ne? Immer dann, wenn wir uns die Kehle so säubern müssen, das hat immer irgendwas von Stress, von Krampf in der Kehle. Und klar, die Kehle will uns beschützen. Das ist halt wiederum dieser Punkt. Ne? Das kann die ganz schwer tolerieren, dass da irgendwie so ein Schleimpröbel rumliegt. Und dann möchte die das gern. Und in der Regel ist es ja nichts Lebensbedrohliches, aber das wissen wir nur kognitiv. Ja, viele räuspern sich ja sehr viel. Ja. Total. Und noch eine Frage, die geht um das tiefer klingen lassen der Stimme. Meine Stimme ist von Natur aus sehr hoch und ich möchte sie gerne tiefer klingen lassen. Wie kann ich das erreichen? Da ist jetzt, glaube ich, die Frage, ist die Stimme einfach so hell und hoch? Na, dann wäre es wahrscheinlich schwierig, sie künstlich runterzudrücken. Aber du sagst ja auch viele, gerade Frauen, haben immer eine zu hohe Stimme, ne? So, weil sie sie hochschieben, weil sie dann nett und lieb wirken und das vielleicht von ihnen auch so erwartet wurde. Was könnten Frauen, ich würde mal sagen, es geht vor allem um Frauen tun, um ihre Stimme in eine natürliche Stimmlage zu bringen, die tiefer ist? Ja, das mit dem tiefer, da bin ich ja so ein bisschen skeptisch, weil das, glaube ich, die falsche Referenz ist, tiefer sprechen zu wollen. Ich würde auch da wieder eine Ersetzung vornehmen, und zwar zu sagen, entspannter sprechen, nicht tiefer. Also tiefer zu verschiedene Komponenten und natürlich klar, man sagt auch in der Stimmwissenschaft, in der Logopädie, dass wir im unteren Drittel unseres Stimmumfangs sprechen sollten, weil da die Stimmlippen am entspanntesten schwingen können. Ja. Das heißt, es hat schon was von tief, aber tief ist natürlich schwierig umzusetzen, wenn ich das der Frau sage, sprich mal tiefer. Das klingt nie gesund, das klingt nie entspannt, das klingt nie wirklich echt und deswegen würde ich dieses Tiefer so gerne vermeiden. Aber so, jetzt gibt es da auch da unterschiedliche Ursachen. Also von Natur aus hoch ist so die Frage von Natur aus das, was ich gewöhnt bin zu tun, würde ich dann sagen. Ja, es gibt natürlich kurze Stimmlippen. Also kurze, kleine Kehlköpfe. Also Frauenstimmlippen sind kürzer als die von Männern. Jetzt auch alles in einem sehr kleinen Maße insgesamt, aber wir haben schon kürzere Stimmlippen und dadurch klingt die Stimme einfach erstmal höher. Punkt. So, das ist jetzt einfach mal eine Tatsache. Wenn wir aus den falschen Gründen hochklingen, im Sinne von flöten, also dass wir dauerhaft flöten und dauerhaft lieb sein wollen und so weiter, dann ist es schon cool zu sagen, das ist vielleicht nicht ganz meine Stimmlage. Und die findest du ganz easy, wenn du die Hand drauflegst und mal so ein so ein zustimmendes sprichst und wirklich mal fühlst, da vibriert es. Und da, das hörst du auch bei mir, ne? Wenn ich das jetzt so wegmache, dann habe ich keine Vibration mehr. Das ist ja nicht viel höher.
Ne? Aber es ist nicht mehr meine Stimme. Wenn ich das locker lasse, also den Kehlkopf entspanne und wirklich hier hintöne, dann hörst du sofort meine Brustresonanz. Und das ist etwas, was wir aufsuchen können als Frauen. Und dann hast du gehört gerade, ich habe gesagt, aufsuchen können. Ich hüpfe auch mal in die Kopfstimme. So what? Ja, das ist unser Ausdruck und das ist gut so. So, und da, aber da habe ich meine Basis, da ist mein Zuhause. Ein Kollege Anno Lauten, der hat mal stimmlicher Heimathafen dazu gesagt, das fand ich sehr hübsch. Ja, also wir landen dann in unserem Körper und da ist die Stimme maximal frei, maximal resonant. Und dann kann ich da auch mal hochhüpfen, weil ich einfach Lust dazu habe, irgendwie ausdrucksvoller zu sprechen. Und das ist auch kein Problem. Also wir dürfen alles mit unseren Stimmen. Es gibt auch nicht die perfekte Stimme. Nur wo hat deine Stimme eine Basis in deinem Körper und wo fühlst du sie resonieren? Und da reden wir dann nicht mehr über Tonhöhe im herkömmlichen Sinne, dass du nicht anfängst, ich mach die mal tief. Das bitte nie machen. Also nie sagen, ich muss jetzt tiefer sprechen, also drücke ich sie tief. Sondern spür mal, ob du hier Resonanzen findest, spür mal, ob du deinen Kehlkopf lockern kannst. Es gibt viele Lockerungsübungen. Ich liebe ja den Trabi, der einfach locker schüttelt oder klopfen. Und damit habe ich sofort eine entspanntere Stimme. Also nicht hoch und tief, sondern lieber ist meine Stimme entspannt und im Körper. Also diese Schüttelübung, so im Trabi fahren, ne? Weil es da besonders schuckelig ist. Genau. Ja. Oder Bobbycar für ein bisschen neueres Bild. Und ich liebe diese Übung, weil die einfach so wirkungsvoll wirklich die Stimme in den Körper schüttelt. Und du kannst einfach immer wieder lockern, weil es Kiefer und Kehlkopf wirklich rausholt aus dieser selbstschützenden Spannung rein in Vertrauen und in wirklich in den Körper rein und Gelassenheit und all diese schönen Wörter, die dann wieder mit dem Inneren resonieren. Ja. Genau, und du hast jetzt während dieser Trabi-Übung hast du mit den so die Hände verschränkt und die so vor dem Körper geschüttelt, damit dieses Schütteln schön in Gang kommt. Ne? Unsere Hörerinnen sehen das ja jetzt nicht. Ich sehe es. Du machst also wirklich in dem Moment den Kiefer locker und wirklich den Mund aufgefallen lassen und spür mal, dass deine Kehle mit diesem Fäustchen vor der Brust dann anfängt wirklich zu lockern. Ja, sehr schön. Du, und es gibt noch eine Frage, die ich auch sehr nett finde. Ich höre euren Podcast schon länger und mich würde tatsächlich interessieren, ob ihr vor den Aufnahmen auch bestimmte Übungen macht. Und? Also ich kann ja vielleicht kurz mal erzählen, was ich so mache oder was ich auch gelernt habe, ist so dieses Summen. So, und so kauen auch. Ja. Mit so großen Mundbewegungen, also als ob man so einen riesigen Kaugummi kaut und dabei ganz expressiv kaut und dann eben dabei auch summt oder so. Also sowas in der Richtung. Das kenne ich so als schnelle Vorbereitung nochmal. Aber sag mal vor allem du, was du machst oder was du auch empfehlen würdest zu machen. Ich bin ja nun, Gott sei Dank, dadurch, dass ich das jeden Tag meinen Menschen unterrichte, sehr drin im Thema. Deswegen mache ich gar nicht mehr so richtig viel. Ich kann meine Stimme relativ schnell dahin bringen, wo ich sie haben will. Aber nichtsdestotrotz ein großes Publikum oder auch so ein schöner, wichtiger Podcast wie heute oder so, da gibt es schon kleine Übungen, die ich vorher mache. Und das kommt ein bisschen darauf an, wie ich mich fühle im Körper. Also wenn ich wirklich merke, ich bin fest, dann fange ich schon mit Stimmlockerungen an, ne? Mit wirklich den Trabi, also wirklich gucken, dass ich mir das in den Körper reinhole, weil die Stimme gerne bei Stress abhaut, also bei jedem von uns. Und was ich super gerne mache, ist wirklich Zunge kreisen hinter den Lippen. Also du machst die Lippen zu und kreist, kann man nicht reden dabei, mit der Zunge im also Kreis. Also so, dass man die Zunge auch durch die Wangen sieht und überall, wo sie gerade ist. Aber wirklich kreisförmig hinter den Lippen so, dass du wirklich da Kraft aufwendest, dass die Zungenmuskulatur mobilisiert wird und die andere Richtung auch. Also dass wir wirklich merken, klack, 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 ich mache was mit der Zunge, sodass die sprechbereit ist. Wir brauchen oftmals nicht so ein richtig intensives Warm-up wie beim Sport, aber wir brauchen den Fokus auf die Stimme, weil wir reden ja den ganzen Tag. Das heißt, wir wissen schon, wie der Stimmapparat läuft. Aber die Bewusstmachung, also den Fokus zu holen auf diese Muskulatur. Also Zunge kreisen, vielleicht mal in die Wangentaschen pieksen mit der Zunge. Das sind so Kleinigkeiten.
Und wie du gesagt hast, super kauen. Das kannst du am Anfang machen mit geschlossenen Lippen, also dass du wirklich einen Ton kaust. Ganz expressiv, wie du gesagt hast. Und dann kann man das öffnen. Also wirklich dann mit offenem Munde. Was ich sehr gerne mache, ist auch Lippenflattern. Weil das lotet die Spannung aus in den Stimmlippen und lockert schön. Und du kannst das auch nach oben und unten fahren lassen. Also ne, den Ton dann wirklich, damit dehnt man die Stimmlippen so ein bisschen und hat einen schönen lockernden Effekt auf die Stimme. Das sind so die Sachen, die ich gerne mache. Dieses Tönen in den Brustraum hinein, also da eine Brust in die Hand hinzulegen und wirklich dieses oder auch gelangweiltes Zählen. 1, 2, dann merkst du richtig 3, wie die Stimme so hier im Brustkorb sich niederlässt quasi. Und ja, solche Sachen sind sehr wirksam und die habe ich in meinem Handwerkskoffer immer mit dabei und die Menschen, mit denen ich arbeite, die kriegen den auch gefüllt, also dass sie da wirklich so ein kleines Programm sich erarbeiten und sagen, okay, wenn ich das mache, dann ist meine Stimme zumindest betriebsbereit, sagen wir mal so. Ja, und ich glaube, der Handwerkskoffer von unseren Hörerinnen und Hörern und von mir ist jetzt auch wirklich gut gefüllt. Also ich kann ja noch mal so ein paar Impulse noch mal Revue passieren lassen. Also dieses von der Haltung, dieses nicht entschuldigende Sprechen, das verkörperte Sprechen und dann erst Sprechen, also erst der Körper, dann die Stimme, der weiterfließende Atem, der Satzdiamant, so hast du es, glaube ich, genannt. Mhm. Also die Satzmelodie geht runter auf den Punkt und es kommt die Pause dahinter, die man aushält. Melodiös statt monoton, also Treppen gehen. Schlucken statt räuspern. Und das Zuhause der Stimme finden. Ne? Das in dieser einen Folge so viel Werkzeugkastenfüllung mit Werkzeugen drin. Sehr hilfreich, Monika. Wenn du jetzt mal noch eine Sache aus dieser Folge, wenn du dir die merken solltest, dann das. Was wäre das? Dein Körper ist dein Instrument. Schieb die Stimme nicht raus. Also immer, wenn du merkst, es ist mit Anstrengung verbunden. Mit Mühe, mit Kraft, mit, also Kraft im negativen Sinne, ne? Mit Aufwand, mit Crunch, mit diesem, denk immer dran, das Loslassen holt die Stimme in den Körper rein. Und die optimale Sprechstimmlage, der optimale Ton, der ist mühelos, der will nichts. Der ist einfach da und bringt dich zum Schwingen. Ja, sehr schön. Ein guter Schlusssatz für unser Gespräch und ich würde eigentlich jetzt gerne noch lange weiter mit dir sprechen, aber man kann ja auch deinen neuen Sinnsucherkurs buchen und mit dir dort weiterlernen und in deinen Büchern ja ohnehin. Ich will es einfach nochmal sagen, also ich habe bei dir jetzt in unseren beiden Gesprächen diesen großen Sinn herausgehört, also oder deine Mission, ne, zu empowern, ja, Frauen, aber auch alle, die es bisher nicht schaffen, stark genug aufzutreten und die einen stärkeren Auftritt auch so dringend brauchen könnten. Und bei Frauen eben, weil sie oft auch gesellschaftlich viel zu wenig gehört und gesehen werden und gelernt haben, schön zurückhaltend zu sein. Also auch dafür danke, Monika, für deine wichtige Arbeit. Und danke natürlich auch für unsere Gespräche hier, Monika. Danke dir für die schönen Fragen. Nach diesem Gespräch mit Dr. Monika Hein kannst du jetzt herausfinden, was du dir vorstellst, wenn du stark auftrittst. Wie werden andere auf dich reagieren? Und für alles, was dich hier irritieren könnte oder auch ängstigen könnte, das ist ja das, wovor Menschen im Kern eigentlich am meisten Angst haben, wenn sie mit ihrer Stimme oder mit dem, was sie sagen, auftreten. Das hatte Monika ja auch in unserer ersten Podcast-Folge erwähnt. Die zentrale Angst ist, immer wieder bewertet zu werden. Also wie könnten andere auf mich reagieren, ist eine Kernfrage, die so viele Menschen ängstigt. Und für alles, was dich hier eben irritieren könnte, probieren wir ganz kurze neurowissenschaftlich fundierte Übungen aus und ich erkläre auch, warum
sie diesen neurowissenschaftlichen Hintergrund haben oder was dabei auch im Gehirn passiert. Und damit kannst du solche Stressmomente entspannen. Und ein Teil dieser Aufregung findet ja, oder dieser Angst oder dieses Stresses findet ja immer vorher schon statt. Ja, manche Menschen können Tage und Nächte lang sich auf nichts anderes mehr konzentrieren und auch nicht richtig schlafen, weil sie sich vorstellen, wie schlimm es werden könnte, wenn dann endlich diese Präsentation oder dieser Vortrag oder dieses wichtige Gespräch kommt. Und du kannst deshalb diese Übungen in der Vorstellung ausprobieren und natürlich aber auch in der realen Situation anwenden, wobei ich dann nochmal aufgreifen will, was wir in der zweiten Folge mit Monika auch schon besprochen haben. Etwas, was wir nicht vorher schon in unstressigen Situationen geübt haben und dadurch automatisiert haben, das wird uns in einer Stresssituation nicht zur Verfügung stehen. Also deshalb, Monika hatte die Atemtechniken, also diesen weiterfließenden Atem vorgeschlagen. Atmen ist tatsächlich etwas, was man auch neurowissenschaftlich sehr, sehr gut erklären kann, warum es so gut funktioniert, wenn man sich darauf fokussiert. Aber das hat man nur dann zur Verfügung, wenn man es in entspannten Situationen schon geübt hat. Und ich vermittle das immer so am besten in einer super entspannten Situation, nämlich zum Beispiel gleich nach dem Aufstehen. Ja, erstmal auf diesen weiterfließenden Atem achten. Dann könnte man das am Morgen beim Aufstehen weitermachen, zum Beispiel wenn man gerade im Bad ist oder wenn man sich einen Kaffee oder Tee kocht, wo die Situation vielleicht nicht mehr ganz so entspannt ist wie direkt nach dem Aufwachen, weil man schon ein bisschen an seinen Tag denkt oder dass man sich vielleicht beeilen muss oder man wirft einen Blick auf die Uhr, dann ist es schon nicht mehr ganz so entspannt, aber immer noch eine gute Gelegenheit, genug Ressource zur Verfügung zu haben, um auf den Atem zu achten. Und dann kann man das nach und nach zum Beispiel in Situationen übertragen, wo man mit jemandem anders redet, aber natürlich nicht gleich im Superstress und dann irgendwann auf stressigere Situationen, vielleicht in einer Teamsitzung oder mit mehreren Menschen. Und dann nach und nach kann es sein, dass es so automatisiert und so normal wird, dass es einem dann auch in den wirklich stressigen Situationen des starken Auftritts zur Verfügung steht. Und dafür schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie können wir Emotionen beruhigen, Blockaden lösen für einen starken Auftritt. Und vorweg erzähle ich kurz, was dabei im Gehirn passiert, wenn wir es schaffen, Emotionen abflauen zu lassen. Dann schaffen wir das am besten, indem wir eine sogenannte bifokale Achtsamkeit erreichen. Und die beruhigt Emotionen nachweislich im Gehirn. Diese Beruhigung findet in bestimmten Netzwerken im Gehirn statt, die für Emotionsregulation zuständig sind. Zum einen im Stressnetzwerk, im limbischen System, also in einem unbewussten Teil des Gehirns. Und parallel, deswegen bifokal, also zwei Fokusse, Foci gleichzeitig und im zentralen Steuerungsnetzwerk im Frontalhirn, also an einer ganz anderen Stelle, vorne sozusagen hinter der Stirn. Und dazu gehören im Wesentlichen zwei Schritte zu dieser Emotionsregulation und Beruhigung. Erstens, du aktivierst die schmerzhafte oder stressige Emotion. Wir haben hier vor allem von Angst gesprochen. Die Angst vor dem, wie es wirken könnte, wenn ich spreche. Die Angst davor, wie die anderen mich bewerten könnten, wie andere reagieren. Und man aktiviert also diese Angstemotion oder auch eine andere Emotion, indem man sie nochmals oder vorwegnehmend bewusst erlebt. Und damit erreichst du eine Aktivierung im Stressnetzwerk deines Gehirns im limbischen System und die braucht man. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf diesen inneren Reiz, also auf diese Vorstellung, Vorwegnahme oder das Nachempfinden von einer
bereits stattgefundenen stressigen Situationen kann man auch machen. Und man bleibt dann im Kontakt mit diesen inneren Reaktionen und nimmt einfach bewertungsfrei wahr, was da ist. Monika hatte in der ersten Folge gesagt, ah, da ist es wieder. Na, so, das wäre ein bewertungsfreies Wahrnehmen. Und allein diese gegenwartsbezogene Achtsamkeit, heißt das, die aktiviert schon in positiver Form das zweite relevante Netzwerk im Gehirn, eben das zentrale Steuerungsnetzwerk, das hinter der Stirn, ne, im Frontalhirn. Und das aktiviert man jetzt in einem zweiten Schritt explizit, nämlich du richtest deine Aufmerksamkeit auf einen weiteren äußeren Reiz und damit aktivierst du das zentrale Steuerungsnetzwerk im Vorderhirn und dadurch im Gehirn konkurrieren die verschiedenen Nervennetzwerke miteinander. Dadurch wird die Aktivierung des Stressnetzwerkes im limbischen System, also dieses andere Netzwerk, wo der Stress eigentlich gerade ganz aktiv ist, dadurch wird diese Aktivierung dort heruntergefahren. Beide Netzwerke konkurrieren um Ressourcen und wenn gerade im zentralen Steuerungsnetzwerk im Vorderhirn viel los ist sozusagen, könnte man umgangssprachlich sagen, dann geht es nicht mehr gleichzeitig im Stressnetzwerk. So, jetzt hast du schon mal eine Vorstellung, was bei der Beruhigung von Emotionen im Gehirn stattfindet. Und einiges davon kannst du jetzt ganz unkompliziert im Alltag anwenden, ohne auch groß weitere Methode und dadurch auch schon ganz rasch eine Wirkung erzielen. Also, entweder in Vorwegnahme einer Auftrittssituation, die du dir vorstellst, die dir Stress macht, oder wenn du mitten in einem starken Auftritt bist, auf der Bühne, bei einem Vortrag, in einem Meeting, dann bleibe mal einen Moment aufmerksam bei dem, was gerade passiert. Und dann kannst du drei verschiedene Dinge tun, um dich selbst zu regulieren. Das eine ist die mentale Aktivierung. Und das kannst du machen, indem du rückwärts zählst in Einser- oder Zweier-Schritten. Geht vielleicht auf der Bühne nicht so gut, aber in einem Meeting könnte es schon gehen. Wenn zum Beispiel jemand anders gerade was sagt, dann könntest du demjenigen schon noch zuhören, aber rückwärts zählen, zum Beispiel in Einserschritten, kann man auch nebenbei machen und kann trotzdem noch auf einen Inhalt von jemand anders achten. Also rückwärts zählen ist eine mentale Aktivierung, die hilft, einen zweiten Fokus zusätzlich zu diesem Stressfokus zu setzen. Eine andere Möglichkeit ist eine taktile Aktivierung, also eine Berührungsaktivierung als zweites. Dafür gibt's alle möglichen Möglichkeiten. Vielleicht kennst du auch einiges aus verschiedenen Methoden des Tappings, also EFT. Eine Übung kann ich sehr empfehlen, weil die verschiedene Effekte hat, die Schmetterlingsumarmung, Butterfly Hug. Dabei kreuzt du die Arme über der Brust und umarmst mit den Handflächen die Schultern oder legst die Handflächen so auf die Fläche unter den Schlüsselbeinen und klopfst dabei abwechselnd rechts und links, also so hin und her. Und dadurch finden verschiedene andere Aktivierungen statt. Außerdem hast du noch diese Selbstumarmung mit dabei, die auch nachweislich sehr beruhigend wirkt. Und das würdest du dann wahrscheinlich auch nicht auf der Bühne machen, aber zum Beispiel in der Aufregung vor deinem Auftritt. Und dann eine weitere Möglichkeit wäre auch die physiologische Aktivierung. Und darüber haben wir mit Monika schon gesprochen. Vertieftes Atmen. Also körperliche Aktivierung durch Atmen. Du kannst noch einen bestimmten Rhythmus dafür nehmen. Also Monika hatte gesagt, der weiter fließende Atem, so nennt sie das. Und den könntest du auch in einem bestimmten Rhythmus einzählen. Zum Beispiel 4 Takte oder Sekunden oder Herzschläge einatmen und 5 oder 6 ausatmen oder auch gleichmäßig einatmen und ausatmen. Und bei all diesen Arten achtest du bewusst auf deinen Atem
Und dadurch ist eben wiederum das zentrale Steuerungsnetzwerk im Gehirn aktiviert und die Stressreaktion im limbischen System kann abflauen. Also probier das mal aus und vielleicht findest du auch noch ganz andere Möglichkeiten, wie du auf einen äußeren Reiz zusätzlich achten könntest, wenn gerade die Emotionen sehr aktiv sind. Und du wirst merken, die Emotionen flauen nach kurzer Zeit ab und du kannst Abstand gewinnen, du hast mehr Distanz. Und dann kann irgendwann dieser schöne Effekt eintreten, dass du auch sagen kannst, ach, komm nicht so drauf an, ich probiere hier was aus, ich probiere was Neues aus, ich probiere die Übungen, Techniken, die Monika Hein im Podcast angeregt hat, aus. Und dafür hast du natürlich auch erst Platz, wenn der Stress nicht mehr so groß ist oder eben die Emotionen vielleicht sogar auch ganz auf ein niedriges, gelassenes Niveau abgeflaut sind. Und ich habe die Prozesse im Gehirn zur Emotionsregulation ausführlicher in meinem Buch beschrieben, Freunde machen gesund, die Nummer 1 für ein langes Leben, deine Sozialkontakte. Da habe ich sie in dem Kontext noch mehr vorgestellt, dass eine gute Beziehung, eine Arbeitsbeziehung, so heißt es im therapeutischen oder Coaching-Kontext, oder eben überhaupt eine gute Verbindung, ein guter Kontakt mit anderen Menschen natürlich auch enorm wichtig ist, ist einer der wichtigsten Wirkfaktoren, zum Beispiel in der Psychotherapie und im Coaching. Und das kann man aber natürlich dann auch wieder auf Rede-, Sprechsituationen übertragen, wenn du gut im Kontakt bist mit deinen Gegenübern, wenn du keine Angst vor ihnen hast, sondern das Gefühl hast, du bist mit ihnen verbunden. Das sind meine Freunde, meine Freundinnen, das sind die, die mir nichts Böses wollen, sondern die mir grundsätzlich wohlgesonnen sind, dann ist natürlich auch alles andere, was mit Stimme und mit Sprechen und mit einem starken Auftritt zu tun hat, viel leichter. Damit kommen wir zum Schluss dieser Folge und des gesamten Podcast-Monats zur starken Stimme. Und dafür habe ich zum Abschluss wieder eine Frage, die besonders lernwirksam ist, weil du damit deine persönlichen Lernergebnisse verankerst. Also, was nimmst du als die eine wichtigste Sache aus dieser Podcast-Folge mit, die dir hilft, stärker und auch lauter aufzutreten? Das war im Podcast ein gutes Gefühl und im Podcast-Monat starke Stimme, starke Persönlichkeit. Die zweite Folge mit der Expertin für persönliche Präsenz, Dr. Monika Hein. Und alle weiteren Infos zu Monika, zu ihren Büchern und zu ihrem Sinnsucherkurs zum selben Thema findet ihr wie immer in den Shownotes bei sinnsucher.de/podcast. Und wenn ihr Wünsche oder Feedback für uns habt, gerne immer her damit. Wir sind immer gespannt, von euch zu lesen. Einfach bei Instagram oder Facebook kommentieren oder per Mail an kontakt@sinnsucher.de. Und teilt gerne auch diese Folge oder auch andere Folgen mit euren Liebsten und mit denjenigen, von denen ihr meint, dass sie ruhig auch stärker auftreten könnten. Und außerdem freuen wir uns hier natürlich immer riesig über eine positive Bewertung auf den Podcast-Plattformen. In 2 Wochen hören wir uns dann auch schon wieder. Dann mit einem neuen Thema. Und ich finde, das Thema passt eigentlich perfekt an diesen Podcast-Monat zur starken Stimme und knüpft gut daran an. Es wird nämlich darum gehen, wie wir vererbtes Schicksal mit belastenden Familienmustern und Konflikten überwinden können und wie wir dadurch unser wahres Potenzial befreien können. Und ich spreche dazu mit der ebenfalls sehr langjährig erfahrenen systemischen Familientherapeutin und Autorin Sabine Lück. Auch zu diesem Thema starten wir vorab wieder eine Hörer-Hörerinnen-Umfrage, die wir in die Gespräche einfließen lassen. Und wir sind deshalb schon wieder gespannt auf eure Fragen und Kommentare dazu. Und die sind ja immer auch für uns sehr bereichernd. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg und Freude beim Experimentieren mit eurer gestärkten Stimme. Wie immer alles Liebe und
viele gute Gefühle.